ich habe jetzt mal wieder mein G-Shirt gewaschen und so. Ihr seht ja meinen Geburtstag. Das ist der große Party, der Tag, auf den ich schon die ganze Zeit warte. Ich hoffe, dass es klappt, dass wir da ganz, ganz, ganz viel Geld generieren und Spenden generieren. Und werdet bete ich zum lieben Gott und zu Buddha und alle, die da oben im Himmel Götter sind, dass sie uns, dem Change-Team und mir helfen. Und Marina auch. Und dass ich das wieder auch heiraten. Und da wollte ich kurz euch was sagen, Kommentare auf YouTube. Warum ich unbedingt Marina wirklich heiraten möchte, ist folgendermaßen. Ich bin 35 und habe schon mit so vielen Frauen geschlafen, dass ich nicht mal wirklich weiß, wie viele. Ich weiß es nicht und krieg's noch nicht zusammen. Und dementsprechend, wenn genau wie es, jetzt schreibt schon wieder einer. Jetzt viele Nachrichten, deswegen fasse ich mal kurz. Ich weiß einfach, dass Frauen süchtig machen, dass Sex süchtig macht, dass der Sexsucht entstehen kann, die habe ich vielleicht sogar schon. Und deswegen möchte ich nicht mehr andere Frauen. Dementsprechend, wenn Marina mir die Ehre erweisen würde und wirklich meine Frau wird, bin ich echt dankbar, dass sie nicht mehr in diese Gefahr von einer anderen Frau kommt. Vor allem habe ich daran gedacht, so, das werde ich jetzt nicht sagen wie jugendfrei, aber wenn solche Mann, sag mal, Oralverkehr zum Beispiel mit einer Frau macht, ist sie gefährlich. Es könnte was Schlimmes passieren. Sie könnte theoretisch den Mann schwer verletzen. Und das kann meistens, diese Gefahr ist am höchsten, wenn die Frau eine fremde Frau ist. Und das möchte ich einfach nicht mehr. Und deswegen möchte ich eigentlich Marina heiraten, am Change Your Day. Aber ich warte immer auf ihre Antwort. Ich wollte euch nur sagen, wie ich aktuell gerade in diesem Moment über diese Situation von mir persönlich noch entspricht, denke. Damit ihr vielleicht in Ruhe mal über dieses Video und über eure private Situation nachdenken könnt, wenn ihr vielleicht auch heiraten wollt. Ja, ich habe euch lieb. War jetzt noch mein Tagebuch weiterhin für heute. Goodbye. Oh, yes, yeah, see. You're not alone.
Seht ihr da durch? Zieh das weg, mach bitte dich. Zieh was. Das war ganz schön knapp. So vorsichtig weiter. Ich bin bereit, ihr könnt losfahren. Achso, wir müssen auf den Bus fahren. Schlossstraße. Ich bin zwei. Ja, viel Spaß. Könnte ruhig natürlich. Ich hab nur Spaß gemacht, ja? Dieses Boulevard und Rockspace, aber ist ja eingeschlossen wegen Corona, oder? Wieso? Ja. Hier ist ein Schild, hier ist Döner da unten. Und jetzt wollte ich mal kurz gucken, ob hier irgendwas für mich dabei ist, was ich brauchen könnte. Jetzt habe ich hier eine Jacke, jetzt steht hier im Weg. Natürlich. Hier willst du mal gucken, ist das passend hier? Ich glaube, das ist für Kinder. Kinderjacke, hier sind Jeans, hier ist mein Rippen, die Gruppe ist halt für Kuschelsocken. Tagebuchvideo Montag, 8. Februar 2020, 12.10 Uhr. Ich mache jetzt hier gerade meinen Fisch. Ich muss mal gucken, ich habe hier auf die Uhr. Ich war jetzt gerade bei meinem Nachbarn drüber, weil der irgendwie Erkältung hatte. Also darf ich es nicht zeigen. Das ist der Code, den natürlich niemand wissen darf. Ich wollte wissen, wann ich jetzt hier wie viel Zeit habe, um zu quatschen. Ah ja, noch 20 Minuten sogar ins Fisch. So, ich wollte mal sagen: Heutiger Karma-Punkt geht für die Berliner Polizei. So, warum? Mach ich erstmal einen kurzen Cut, okay, nochmal. Ist das besser? Also, ich bin ja Polizei. Ich habe noch ein paar Ereignisse, die letzten Tage so, oder letzte Woche passiert sind, die extrem anstrengend und auch mit Schmerzen bei mir privat verbunden waren. Die will ich jetzt auch nicht in die Öffentlichkeit machen. Aber für die Berliner Polizei, die haben einen guten Job gemacht. Weil die hatten einen Tag, da waren die alle wieder hier. Ganz viele hier in meinem Haus. Ganz viele Berliner Polizisten. Da danke ich nochmal, dass ihr einen Kamerapunkt Polizei und die. Die waren hier vorne, über den Eingangsbereich. Ich würde mal kurz zeigen, viel Follower. Hier ist mein Schlüssel, ich habe mal Angst, dass ich ihn verliere. Hier ist mein Briefkasten, hier wohnt meine Mama, mein kleiner Bruder. Hier ist der Eingang von meinem Zuhause. Und die kamen hier alle hin, standen hier im Flur. So, und ich hatte schon wieder Todesangst. Weil, gibt's zu, ich genau schwächt, habe ganz oft
Angst allgemein vor Polizisten aus mehreren Gründen. Vor allen Dingen, weil sie scharfe Schusswaffen haben. Weil sie Menschen sind, die zum Beispiel Fehler machen könnten. Und wenn ich zum Beispiel ein Einsatz der Polizei ist, hier, ich weiß nicht mehr, wer die gerufen hat, ich habe sie nicht gerufen. Vielleicht halt Gromir brüllen oder ihr habt so einen Streit auch und danach mal irgendwer hat die Polizei gerufen. Dann waren die hier und dann können diese Menschen, also die Polizisten, ja auch mal einen Fehler machen mit ihren scharfen Schusswaffen. Ist ja schon ganz oft passiert. In Filmen seht ihr das ganz oft, in Nachrichten Amerika, in Asien seht ihr das ganz oft. Hier in Berlin ist das so gut wie noch nie passiert. Aber es ist schon mal passiert in der Vergangenheit. Deswegen habe ich Angst, ich zu Angst und Respekt vor der Berliner Polizei. Oder waren die hier mit ihren Waffen? Weil ich glaube, es ging darum, dass ich immer wieder Angst habe, dass irgendjemand meine Familie, ich sage jetzt mal das böse Wort, ermordet. Und vielleicht haben die sich gehört, dass ich das gesagt habe. Weil ich habe das gesehen, erstmal im Film oder allgemein kann es ja wirklich mal sein, dass irgendein böser Einbrecher hier hinkommt und wirklich hier, sag ich mal, Geld oder Wertsachen klauen will. Und dann will er meine Familie töten, wegen dem Geld oder ermorden. Kann ja passieren. So, und deswegen ist es übrigens so, meine Angst allgemein durch diese ganzen Horrorfilme und Nachrichten, die ich immer sehe, dass sowas in der Realität passiert. Was die Polizisten gemacht haben, das fand ich ganz gut. Sie haben erstmal einen Krankenwagen gerufen. Danke nochmal, Polizei. Dann kam der Krankenwagen an. Da kam die Polizei mit. Ich bin ins Krankenhaus gefahren, weil ich hatte Schlafprobleme, ich hatte Schmerzen, ich hatte Albträume. Ich hatte die ganze Nacht, habe ich nachgedacht über meine Geburtstagsparty und über das Leben allgemein, über Kriege, die ich im Fernsehen sehe und konnte deswegen nicht schlafen. Da habe ich auch immer mal Angst, dass ich wirklich, dann wenn ich ersticke oder so, dass ich ein Coronavirus habe. Deswegen lüfte ich jetzt mal hier auch ein bisschen, ihr seht, es schneit ganz schön. Ja, dass ihr wisst, was die letzten Tage hier los war, habt ihr halt nicht mitbekommen. Einige haben es vielleicht mitbekommen, meine Freunde und Familie und so, aber ich hatte halt extreme Todesängste, dass ich ersticke wegen dem Coronavirus und war dann im Krankenhaus. So, dann kam die Polizei sogar mit und ich habe den Polizisten dann auch gesagt, naja, ich habe halt Angst, dass ich krank bin. Und da hat der Arzt mich untersucht und abgefragt. Ich habe anscheinend kein Corona, mir geht's wieder gut. Dann bin ich wieder nach Hause gegangen und habe versucht zu schlafen. Und dann habe ich auch online gestellt, wie ich mir so diesen Tag-Nacht-Rhythmus wünsche. Habe ich bei Instagram geschrieben. Und seitdem ist Ruhe. Und letztens war nochmal die Polizei kurz hier. Und eben gerade habe ich auch mal zwei Polizisten hier im Breslauer Platz gesehen, die sich was zu essen geholt haben bei Subway. Und deswegen, dass ihr das richtig versteht, wenn ich die Liste jetzt mache für den Change Day und heute ein Karma-Punkt für die Polizei gebe, ist es deswegen, weil die gerade mein Gedächtnis sind. Weil die Berliner Polizei auch heute, als ich Bus gefahren bin, die müssen ja immer die schlimmsten Sachen machen. Die müssen zum Beispiel an einer Kreuzung bei minus 10 Grad plötzlich den Verkehr lenken. Ich finde das gefährlich. Und sollten wir sozusagen, gefährlich und anstrengend vor allem, sollten wir an meinen Geburtstag Gewinn generieren und die Leute 1 Euro auf mein Sparbuch zum Beispiel spenden, dann möchte ich auch einen Teil davon an die Berliner Polizei spenden, dass sie zum Beispiel mal einen Betriebsausflug machen können. Bowling machen können. Oder einfach mal mit ihrer Freundin oder so. Oder einfach privat einfach eine kleine Auszahlung an jeden Berliner Polizisten, dass sie mit ihrer Frau oder ihrem Ehepartner einen Familienausflug machen können, wenn Corona-Pandemie dann vorbei ist. Das wäre toll. Ja, aber wie gesagt, ich weiß ja nicht, wie ihr zusammenkommt, aber ich wollte euch aktuell meinen Gemütszustand mitteilen, dass ihr genau wisst, was bei mir vorgeht. Und auch für Follower, die vielleicht noch nicht die Videos gesehen haben, ihr wisst das jetzt. Stand heute. Ich mache erstmal einen Cut und mache Mittagspause. Bis später.